und herzlich willkommen zu Tag 9 unseres Irland-Roadtrips. Wir fahren heute weiter von Corofin Richtung Connemara, wo wir jetzt die nächsten zwei Nächte wieder schlafen, genauer gesagt in Renville. Jetzt bringe ich aber erstmal eben die zwei Postkarten zur Post, denn hier ist gerade eine Post und ja, die haben ja dann auch noch einen langen Weg vor sich. Wir machen gerade einen Zwischenstopp, wir haben nämlich richtig Hunger gerade. Nach circa 3 Stunden Fahrt quer durch Connemara sind wir gerade im nächsten Hotel angekommen und ich muss euch das unbedingt mal zeigen. Das ist nämlich bis jetzt die absolut beste Unterkunft. Hier vorne direkt gegenüber geht es nochmal direkt zum Meer. Hier ist mein Auto und wir haben hier so eine eigene kleine Wohnung. Direkt mit Hollywood-Schaukel. Hier haben wir noch so einen kleinen Essbereich draußen. Und dann geht es hier auch schon rein. Kies erholt sich gerade von der langen Fahrt. Wir haben ja so eine kleine Sitzecke mit 2 Ledersesseln. Und wir haben eine eigene kleine Küche mit 2 coolen Barhockern, einem Essbereich, die Küche, ein Backofen. Da können wir uns heute Abend mal was Leckeres zu essen machen. Und hier geht es dann auch schon ins Schlafzimmer. Und hier ist auch noch mal so eine kleine Sitzecke. Und hier geht es dann noch in das Badezimmer. Total cool, also wir sind beide total begeistert von dieser Unterkunft. Wir bleiben jetzt 2 Nächte hier in Renville. Und ja, ich ärgere mich gerade schon ein bisschen, dass ich hier nicht noch ein paar mehr Tage gebucht habe, denn die Unterkunft ist einfach total cool. Wir haben jetzt gerade ein bisschen in unserer Unterkunft gechillt und uns ausgeruht und jetzt wollen wir noch mal eben kurz hier vorne zum Strand. Da kann man hier auf jeden Fall mal eben zu Fuß hingehen und danach wollen wir noch eben kurz einkaufen gehen, damit wir für heute Abend was zu essen haben. Und das war's dann auch schon für heute. Wir haben heute nicht mehr wirklich irgendwas vor, da es auch schon recht spät ist. Es ist schon fast 5 Uhr. Deswegen gehen wir jetzt einfach nur noch mal eben kurz zum Strand, gucken uns das ein bisschen an und dann geht's gleich einkaufen. Okay, das war jetzt gerade ein Fail. Hier geht es nämlich gar nicht weiter. Das ist nur so eine kleine Sackgasse hier. Ja, aber wir können auf jeden Fall das Meer kurz sehen. Und ich würde sagen, zum Strand gehen wir dann morgen mal. Da müssen wir dann mit dem Auto hin. Dann müssen wir wohl doch irgendwie einen anderen Weg finden. Hier geht es jetzt gerade auf jeden Fall nicht lang. Hilfe, ich werde von einem Affen attackiert. Es ist leider auch wieder recht kühl geworden und sehr windig, wie man sehen kann. Gestern hatten wir ja angenehme, schöne, warme 30 Grad. Vorhin hat mir mein Auto angezeigt, dass es so 18, 19 Grad waren. Jetzt ist es, glaube ich, doch ein bisschen kälter geworden. Also ohne Jacke geht gerade nichts. Und ich merke, es fängt gerade auch leicht an zu nieseln. Ja, der Einkauf ist erledigt, aber wir machen heute nichts mehr. Es fängt jetzt mega an zu gießen. Hilfe! Was denn nochmal, Alter? Hier! Scheiße! Hilfe! Ich bin nass. Mach! Ist auf. Ist weg. Ist auf. Ach, meine Hose. Ist oh,
Ja, ich glaube, duschen brauchen wir heute nicht mehr. Wir sind komplett nass. Meine Hose. Die ist komplett und das nur eben von dem Supermarkt bis hierher zum Auto. Das waren jetzt nur ein paar Sekunden, die wir draußen waren und wir sind komplett nass. Wir sind wieder zurück in unserer Unterkunft. Wir haben uns gerade mal eben gemütliche Klamotten angezogen. Da wir ja eben komplett durchnässt waren, ja, kaum saßen wir im Auto, hat der Regen auch aufgehört. Typisch Irland mal wieder. Es war also nur so ein ganz, ganz kurzer Schauer und genau in dem Moment waren wir natürlich draußen. Aber wir haben uns jetzt trotzdem entschieden, dass wir heute nichts mehr machen. Wir bleiben jetzt einfach in unserer Unterkunft und genießen den Abend hier. Es ist ja sowieso schon 20 vor 6 ist es jetzt. Keith will jetzt mal eben Kellogg's essen. Nachher gibt es noch Pizza, die haben wir gerade gekauft. Das war unser Einkauf gerade. Es war nur so ein ganz, ganz kleiner Dorfsupermarkt. Also es gab wirklich nicht viel Auswahl. Keith hat sich für Käsepizza entschieden. Ich habe Pizza mit Käse und Bacon. Hier gerade seine Vorspeise. Die Pizza gibt es ja erst nachher. Da hat er jetzt noch keinen Hunger drauf. Er wollte jetzt unbedingt erstmal Kellogg's essen. Ich habe gerade noch keinen Hunger. Ich werde jetzt hier schon mal eben das Video von heute schneiden. Ist ja nicht ganz so viel, da wir heute einfach nicht viel gemacht haben. Aber im Urlaub muss man ja auch nicht jeden Tag immer was machen. Es kann ja auch mal ein Gammeltag dabei sein, oder? Ja. Genau, finde ich auch. Außerdem sind wir ja schon fast 3 Stunden hierher gefahren. Das war ja auch wieder anstrengend. Deswegen ist heute einfach mal ein Tag ein bisschen Ruhe angesagt. Inzwischen ist es 7:30 Uhr, unsere Pizzen sind auch fertig. Die werden wir uns jetzt schmecken lassen. Und damit beende ich den Vlog auch an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt und wir sehen uns hier morgen wieder. Ciao!